Kommen wir nun zum heutigen Vortrag, europäische Werte, der Streit zwischen Ungarn und den westlichen EU-Ländern. Und ich mache es jetzt auch ganz schnell, ich will dem Vortrag ja auch jetzt nicht vorgreifen. Ich möchte Sie nur kurz vorstellen, Herr Professor Franke, geboren 1942 in Münsterberg, Schlesien, ausgebildeter Groß- und Handelskaufmann, dann in Freiburg und an der Fernuniversität Hagen studiert, Volkswirtschaftslehre, Slawistik und Jura, dann in Dortmund promoviert und habilitiert und in Hamburg und in Stuttgart Wirtschaftspolitik und öffentliches Recht gelehrt. Und vor allen Dingen von 2012 bis 2015 hatten Sie einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik eben an der Andrassy-Universität Budapest, wo Sie auch heute eben noch Gastprofessor sind und auch in Budapest leben. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Franke, wenn ich Sie jetzt hier nach vorne bitten darf. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung nach Münster. Das ist jetzt schon ewig lange her, ich glaube 5 oder 6 Jahre, dass ich in Münster war. Leider aus traurigem Anlass zur Beerdigung meiner Schwester. Und ich bin aber immer wieder überrascht, wie sonnig und sauber und einfach erfrischend es hier in Münster ist. Es ist gar nicht so, wie man immer sagt, dass es regnet oder die Kirchenglocken läuten und wenn beides zusammen passiert, sei Sonntag. Also den Eindruck habe ich eigentlich nicht gewonnen. Damit Sie noch ein bisschen mehr von mir wissen, der Vorsitzende hat es schon gesagt, ich bin in grauer Vorzeit in Münsterberg, Schlesien geboren. Ist nicht für mich. Möchten Sie ein Getränk haben? Nur ein Wasser. Also ich bin in Münsterberg, Schlesien geboren, auf Umwegen nach Bielefeld gekommen. Auf dem Wege nach Bielefeld hat mich der Militärarzt eines amerikanischen Generals gerettet, weil ich in den Lagern über 40 Fieber hatte mit doppelseitiger Lungenentzündung. Der deutsche Lagerarzt konnte nichts tun. Der General war sehr kinderlieb und hat dann seinen Leibarzt geschickt. Der hat mich mit Penicillin versorgt. Wahrscheinlich bin ich einer der ersten Deutschen, die Penicillin bekommen haben. Und das ist der Grund, weshalb Sie mich hier noch sehen. Dann, wie gesagt, Bielefeld, die Stadt, die es ja angeblich gar nicht gibt. Vielleicht gibt es mich auch gar nicht und Sie sind einer Illusion aufgesessen. Nach meiner Erinnerung jedenfalls habe ich in Bielefeld den Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, habe auch praktisch gearbeitet, das Abitur gemacht und in meiner Jugend vom 10. bis zum 17. Lebensjahr war ich im Boxverein. Und mit 17 bekam ich meine erste Brille. Und wenn man den Gegner nicht mehr vom Ringrichter unterscheiden kann, dann ist es Zeit, diese Sportart zu wechseln. Und das hat mich dann wahrscheinlich auch vor bleibenden Hirnschäden bewahrt. Ich habe dann in Freiburg studiert, in Dortmund promoviert. Und vielleicht darf ich das sagen. Ich war in Dortmund bei Tonhöfer-Assistent, Herr van Sundrum war bei Besters in Bochum. Und er hatte die Aufgabe, mich bei der Drucklegung meiner Dissertation zu unterstützen. Und das hat er hervorragend gemacht. Insofern bin ich erfreut, ihn hier nach vielen Jahren wiederzusehen. Die erste Professur hatte ich dann, er hat es gesagt, in Hamburg. Die zweite in Stuttgart. Da bin ich 2010 emeritiert worden. Ich hatte dann noch Lehraufträge bis 2012, weil wir den Übergang vom Diplomstudiengang zum Bachelor-Master hatten. Und die mit dem Diplom angefangen hatten, die durften noch weitermachen und da brauchte man mich noch ein bisschen. Aber 2012 war dann eigentlich finito und dann war eigentlich klar vorgezeichnet, wie mein künftiger Weg aussehen wird. Ich werde morgens gegen 11 aufstehen.
mich im Schlafanzug und einer Flasche Bier vor den Fernsehapparat setzen, irgendwelche Soap-Operas angucken und mir dabei überlegen, ob es überhaupt Sinn hat, sich anzukleiden, bevor man wieder das Mittagsschläfchen macht. Und vor diesem Schicksal hat mich der Deutsche Akademische Austauschdienst bewahrt. Der hatte nämlich eine Ausschreibung Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft in Budapest an der Ondrasi-Universität, sagte mir bis dahin gar nichts, aber ich habe gedacht, das bin ich. Ich habe mich beworben und dann hatte ich die Stelle auch. Die ist befristet auf 3 Semester, maximal 4. Dann war immer noch Bedarf und dann haben mich die Ungarn einfach behalten. Und deshalb hocke ich heute noch da. Und im Laufe der Zeit hat mir das Land immer mehr gefallen. Dann, bevor ich loslege, gestatten Sie mir noch 3 Vorbemerkungen. Die erste ist, morgen wird das Klimakabinett seine Ergebnisse präsentieren. Und ab übermorgen sinkt dann die Temperatur. Also, habe ich eben noch in den Nachrichten gehört, das ist Beschlusslage. Merkel hat es gesagt. Also legen Sie schon warme Kleidung bereit. Das Zweite, ich bin ja heute von Stuttgart hier raufgekommen, eine Strecke, die ich eigentlich kannte seit Jahren. Aber was mir das heute abverlangt hat, bei Baustelle Nummer 25 habe ich aufgehört zu zählen. Und ich habe mir dann so überlegt, ob das, was die da treiben, eine Baustelle nach der anderen. Und man sieht sehr selten Fahrzeuge, Geräte, geschweige denn Personen. Gut, bei Brücken reden sich die Behörden manchmal raus. Man sieht die Arbeiter nicht, weil sie unter der Brücke sind. Ich wollte nicht anhalten und nachgucken. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das erfüllt die Tatbestandsmerkmale der Freiheitsberaubung. Man kann nur noch überlegen, ob eben fahrlässig oder vorsätzlich. Aber daran anknüpfend meine 3. Vorbemerkung, als ich diese vielen Baustellen gesehen habe, das ist ja Infrastruktur, dann habe ich das verknüpft mit der schwarzen Null, die man ja aufgeben soll, weil es gerade so günstig ist, billig ist, Kredite aufzunehmen. Unser Finanzminister Scholz steht ja schwer unter Beschuss. Aber ich frage mich, woher sollen die Arbeitskräfte kommen, um all diese Dinge, die dann noch künftig zu den Autobahnbaustellen hinzukommen, irgendwie zu bewerkstelligen? Immer hört man, dass der Staat zwar ausschreibt, aber er kriegt gar keine Angebote, weil in der Privatwirtschaft wird mehr geboten, auch an Preisen. Soweit, so gut. Mein Vortrag gliedert sich in 3 Teile. Der erste Teil betrifft, das wird Sie nicht wundern, Ungarn. Der zweite Deutschland. Und im dritten gehe ich dann auf die EU ein, kurz, und ziehe dann ein Fazit. Und ich hoffe, sonst müssen Sie mich bremsen, dass ich das irgendwie in 60 Minuten, knapp 60 Minuten hinkriege. Also beginnen wir mit Ungarn. Ungarn ist ja durch seinen etwas hemdsärmlichen Ministerpräsidenten Orban bekannt geworden und durch seine Forderung oder seine Rede von der illiberalen Demokratie. Und damit verbindet man eine Aushöhlung der Demokratie. Es wird Ungarn vorgeworfen, dass es rechtsstaatliche Prinzipien verletze. Und da ist die Rede von der Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit, was mich anlangt, die Wissenschaftsfreiheit, und Ungarn sei migrationsfeindlich. Außerdem sind wir in Ungarn natürlich schwere Antisemiten. Wenn ich Timmermans höre, den noch Vizepräsidenten der EU, und er wird es wohl bleiben, der EU-Kommission. Und wir sind natürlich EU-feindlich. Kurz zu den einzelnen Punkten. Was meint Orban eigentlich mit illiberaler Demokratie? Wenn man sich das Wort so auseinander nimmt,
legal, illegal, legitim, illegitim. Also ill bedeutet ja eigentlich immer das Gegenteil des positiven Begriffs. Liberale Demokratie, das ist eine Demokratie, wo es rechtsstaatliche Institutionen gibt, die den Machtanspruch der, wenn auch gewählten, Amtsinhaber bremsen sollen. Wenn man jetzt sagt, illiberale Demokratie, ist ja eigentlich ein Widerspruch. Na gut, um es kurz zu machen, Orban ist zwar sehr gebildet, das lässt sich gar nicht bestreiten, wenn man mit ihm diskutiert, er weiß viel, aber er muss ja auch nicht alles wissen aus der Politikwissenschaft und der politischen Ökonomie. Es ist ein unglücklicher Begriff. Röpke, Wilhelm Röpke, hat schon in den 30er Jahren diesen Begriff verwendet, um das Dritte Reich damit zu kennzeichnen. Neuerdings geht das ja auf Zakaria zurück, einen amerikanischen Politikwissenschaftler, der meint damit im Grunde Entwicklungsländer, die die Demokratie eingeführt haben, aber entweder die rechtsstaatlichen Institutionen nur unzureichend eingeführt haben oder wieder abgebaut haben. Außerdem steckt hinter dem Begriff der illiberalen Demokratie natürlich rousseausches Gedankengut vom Gemeinwohl. Gemeinwohl, Gemeinwille. Wenn also die Mehrheit irgendetwas entschieden hat, dann ist das auch richtig, verkürzt gesagt, und alle müssen sich dem unterordnen. Wer anders denkt, der wird ausgegrenzt. Denn er kann ja entweder nur dumm sein oder bösartig oder geisteskrank oder alles zusammen. Und das hatten wir ja in der ehemaligen DDR und in der UdSSR. Man kam in Umerziehungsanstalten, in den Knast oder in die Psychiatrie. Also es ist ein problematischer Begriff. Andererseits muss man zugeben, auch wenn die rechtsstaatlichen Institutionen immer sehr hochgehoben werden, diese rechtsstaatlichen Institutionen haben ja oftmals eine dünne demokratische Legitimation. Sie werden ja in der Regel nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vom Parlament oder von der Regierung bestimmt, wie wir noch sehen werden. Und was damit zusammenhängt, die Ämter der rechtsstaatlichen Institutionen sind ja häufig länger, sie haben eine längere Amtsdauer als die Regierung. Damit hängt dann zusammen, dass die Vorgängerregierung ja oftmals schon rechtsstaatliche Institutionen besetzt hat, mit zum Teil ihren Leuten. Und das kann natürlich Schwierigkeiten geben, wenn eine gewählte Regierung einen Richtungswechsel einschlagen will, wie Ungarn. Da kann es sein, dass sie immer wieder gebremst werden durch rechtsstaatliche Institutionen und die erhofften positiven Ergebnisse bleiben aus. Die werden dann aber nicht den rechtsstaatlichen Bremsern zugerechnet, sondern der Regierung. Die EU, so denkt jedenfalls Ungarn und Orban, gibt die Basis wirklich liberaler und christlicher Werte auf, was da anlangt: Ehe, Familie, Nation, Selbstverantwortung. Ganz übel ist bei uns in Ungarn aufgestoßen, dass Juncker das Denkmal für Marx anlässlich seines 200. Geburtstages mit eingeweiht hat. Also nichts vor den philosophischen Leistungen von Marx, aber mit ihm ist halt auch eine Gesellschaftsordnung verbunden, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Und Ungarn hat darunter gelitten. Und Ungarn sagt, wenn nationalsozialistische Symbole mit Fug und Recht verboten sind, warum kann man nach wie vor kommunistische Symbole zeigen? Dann ist eine Ursache oder eine Wurzel für dieses Sinnen, eine andere Demokratieform zu installieren, die Übertreibung der Gender-Ideologie, da komme ich später noch drauf, und der Political Correctness. Ich darf mal unseren Ministerpräsidenten zitieren. Orban hat mal gesagt,
der Ungar ist politisch inkorrekt, denn er hat seinen gesunden Menschenverstand noch nicht verloren. Dann muss man weiter wissen, dass liberal in Ungarn ein historisch belasteter Begriff ist. Das wissen natürlich Leute, die sich mit der Geschichte Ungarns oder der Visegrad-Staaten nicht beschäftigt haben, meistens nicht. Das wissen die Leute meistens nicht. Als Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg kommunistisch wurde und dann später bei der Wende die Kommunisten sich zu sozialistischen Linksparteien wandelten, haben die Liberalen mit diesen gewendeten sozialistischen Parteien gemeinsame Regierungssache gemacht, um an die Macht zu kommen. Und das stößt vielen Ungarn böse auf. Deshalb ist liberal und liberal, wenn Ungarn das Wort liberal hört, tickt er anders, als wenn wir es hören. Das muss man auch wissen. Und neuerdings geht Orban aber dazu über, weil er inzwischen wohl gemerkt hat, dass mit diesem Begriff illiberale Demokratie es nicht ganz rüberzubringen ist, was er eigentlich meint und will. Er verwendet jetzt den Begriff christliche Demokratie. Ich komme noch drauf. Aber wie ist dieses jetzt umgesetzt in Ungarn? Nun ja, das ist manchmal schon etwas hemdsärmlich, muss man sagen. Einmal Aushebelung der Gewaltenteilung, Parlament, Regierung. Das geschieht zum einen durch den Druck auf das Parlament. Als Orban 2010 eine Zweidrittelmehrheit errungen hat mit seiner Partei, hat er alsbald für die nächste Wahl 2014 die Zahl der Abgeordneten von knapp 400 auf 199 gesenkt. Könnten wir ja in Deutschland auch mal machen. Aber das hat natürlich zur Folge, dass um die weniger gewordenen Parlamentssitze sich mehr Leute streiten. Und dann ist es nicht gut, sich mit der Parteispitze anzulegen. Da kann man Druck drauf ausüben. Dann die Begrenzung der Befugnisse der Gerichte, vor allem des Verfassungsgerichts und der Verwaltungsgerichte, wobei das letztere Verwaltungsgericht im Moment zurückgenommen ist. Wie ist man beim Verfassungsgericht vorgegangen? Ganz einfach, man kann natürlich Richter, die für eine längere Zeit ernannt sind, nicht einfach entlassen. Man kann es versuchen, wie Polen, mit dem das Ruhestandsalter runtersenken. Ungarn ist einen anderen Weg gegangen. Wir haben den Spruchkörper erweitert. Mehr Leute im Spruchkörper des Verfassungsgerichts und die neu hinzugekommenen freien Plätze kann man dann mit eigenen Leuten besetzen. Dann die Beschneidung der Befugnisse anderer autonomer Institutionen. Zentralbank etwa. Also der derzeitige Zentralbankpräsident Matolcsi war lange Zeit Wirtschaftsminister. Und durch Handauflegen von Orban ist er von heute auf morgen vom Wirtschaftsminister in der Zentrale, als Zentralbankchef gewählt worden. Klammer auf, er macht eine ganz gute Politik. Das ist nicht zu bestreiten, Klammer zu. Aber trotzdem, es hat ein Geschmäckle, gar keine Frage. Dann der Rechnungshof. Die Befugnisse des Rechnungshofs sind beschnitten. Aber wenn ich richtig sehe, das, was die Rechnungshöfe in Deutschland monieren, das wird bestenfalls zur Kenntnis genommen und dann in den Papierkorb geschmissen. Wir haben einen Ombudsmann, weil wir nicht das Institut der Verfassungsbeschwerde haben, kann man sich, wenn man sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt, an den Ombudsmann wenden. Der kann das natürlich nicht alleine machen. Er hat natürlich Mitarbeiter. Und wenn jetzt ein Fall untersucht wird, dann ist es keine Seltenheit, unter dem Deckmantel der Legalität
3, 4, 5 Tage später steht die Steuerprüfung bei den Mitarbeitern im Hause. So kann man es auch machen. Einschränkung der Pressefreiheit. Ja, unumwunden gibt es bei Printmedien über den wirtschaftlichen Druck. Sie wissen ja selber, dass eine Zeitung von ihren Lesern nicht leben kann. Sie lebt von den Inseraten. Und wenn Firmen inserieren in Zeitungen, die allzu aufmüpfig sind, dann genügt schon manchmal ein Druck aus der Regierungskanzlei. Wollt ihr da weiter eure Inserate unterbringen? Und das weiß der Chefredakteur ganz schnell. Also das muss man zugeben. Es gibt auch einen Druck im öffentlichen Rundfunk. Aber es gibt keinen Druck bei sozialen Medien. Übrigens, ich habe mir mal von der Adenauer Stiftung in Budapest die Zahlen geben lassen. Also nur wenige Tausend, also das mag maximal, ich will jetzt nicht lügen, zwischen 10.000 und 15.000 liegen, mehr Abonnenten haben die Printmedien gar nicht. Wir sind aber auch nur 9,5 Millionen. Deutschland hat 80 Millionen und nehmen Sie mal die Abonnenten der FAZ, Süddeutsche oder was es alles gibt, die sind auch nicht sehr hoch. Und selbst wenn man dann meint, jemand, der eine Zeitung gekauft hat, lässt noch einen zweiten, dritten, vierten lesen, also der Verbreitungsgrad ist gar nicht hoch. Es spielt sich natürlich viel in den sozialen Medien ab. Und da muss man nun zur Ehrenrettung Ungarns sagen, ein Netz, das muss ich ablesen, ich kann mir das nicht merken, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es bei uns nicht. Orban hat mal versucht, eine Steuer aufs Internet zu erheben. Aber warum? Weil wir eine Unmenge von Steuern haben. Und eine Steuer ist die Telefonsteuer. Aber das juckt die jungen Leute nicht, weil sie übers Internet verkehren. Dann hat er also gemeint, eine Steuer aufs Internet. Aufgrund der Demonstrationen, die dann stattfanden, war das innerhalb von 3 Tagen vom Tisch und bis heute nicht wieder hochgekommen. Wir haben keine Einschränkung der Versammlungsfreiheit, auch wenn das Gegenteil behauptet wird. Es ist nicht so. Wir haben auch keine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Aber wenn ich mit meinem Lehrstuhl und den Mitteln, die ich habe, auf die Idee käme, Genderforschung zu betreiben, dann kann ich das tun. Da redet mir keiner rein. Aber wenn ich dann für ein bestimmtes Projekt Gelder haben will, die kriege ich nicht. Also Genderforschungsprojekte werden nicht finanziert. Ich habe mal dieser Tage gelesen, für einen Betrag, der immerhin so um die 130.000, 150.000 war, von einem Ministerium gefördert, hat eine deutsche Fachhochschulprofessorin, ich glaube sogar in Nordrhein-Westfalen, eine Expertise erstellt, wie hemmungslos unterrepräsentiert Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Dafür gibt es bei uns kein Geld. Übrigens, wenn man mich gefragt hätte, ich hätte es für die Hälfte gemacht. Jetzt warte ich aber auf etwas Wissenschaftsfreiheit. Jetzt muss von Ihnen was kommen. Ja, aber. Kultur. Nee. Kultur ist kein Problem. Nee, was anderes. Richtig, die Soros, so spricht man es ungarisch, die Soros-Universität. Wenn ich das höre, wo sind meine Blutdrucktabletten? Es ist grauenhaft. Es ist kein richtiges Wort in deutschen Medien darüber zu lesen. Dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt in Ungarn, in Budapest, eine Universität, die heißt Közép-Európai Egyetem. Wörtlich übersetzt Mittelosteuropäische Universität.
Oder ins Englische und übersetzt Central European University. Und dort kann man studieren. Wenn man ungarischer Student ist und das Abitur einigermaßen ordentlich gemacht hat, sogar mit ungarischem Stipendium, sonst springt Soros ein, weil er auch internationale Studenten einlädt. Die hat Soros gegründet, 1991. Die existiert bis heute. Da kann man bis heute studieren. Was man da studiert und wie es dazu geht, das sage ich Ihnen aber erst nach Mitternacht beim Bieren. Und die ist nach wie vor da. Die ist auch nicht bedroht von der Schließung. Aber es gibt seit 1991, auch von Soros gegründet, in New York, im fernen Amerika, eine Universität, die heißt sinnigerweise auch Central European University. Und in dem Augenblick, wo sie in Ungarn ihr Diplom kriegen, oder neuerdings den Master, bekommen sie gleichzeitig ein Zeugnis aus Amerika. Aber das ist eine reine Briefkastenuniversität. Es gibt keine Professoren da, keine Studenten, keine Bibliothek, eine Sekretärin, die also dann die Diplome aufstellt. Warum Ungarn das geduldet hat nach der Wende, weiß ich nicht. Aber es gab nicht nur diese Soros-Briefkastenuniversität, wir hatten ca. 25 weitere. Und als das Gesetz kam, wenn es sowas gibt, Doppeldiplomvergabe, dann muss in dem anderen Land auch eine real existierende Uni sein, wo man Austauschstudenten hin und her schicken kann. Da waren 24 oder 23 von den Universitäten, die waren gleich weg. Das waren reine Geldwäscheanlagen. Nur der Soros, dieser alte Fuchs, der ist ja gewieft, der Direktor dieser Central European University oder Kösöp Europoi Editem in Budapest ist ein Kanadier, Ignatieff. Der war mal Vorsitzender der Liberalen Partei in Kanada. Aber er hat kein Charisma. Dann haben die lieber den Trudeau Junior genommen. Aber im Strippenziehen kennt er sich aus. Und flugs hat er die Karte gezogen, Wissenschaftsfreiheit ist in Bedrohung. Und war am nächsten Tag zusammen mit Soros gleich schon in Budapest. Und alle sitzen dem auf. Es ist zum Raufen. Was die Zivilgesellschaften anlangt, das ist auch so ein Kapitel für sich, deshalb steht Ungarn unter Kritik. Aber das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist, wer mit einer Zivilgesellschaft öffentliche Anliegen oder angeblich öffentliche Anliegen vorträgt, der soll bitte auch sagen, Transparenz zeigen, woher kommt das Geld. Ich glaube, das ist nicht mehr als recht und billig. Dann haben wir ein ausuferndes, verwirrendes, widersprüchliches Maß an Rechtsregeln. Aber dem können die Bürger gar nicht gerecht werden. Aber ich glaube, das ist kein Merkmal von Ungarn allein. Ich durch Zufall fiel mir in der Vorbereitung dieses Vortrags eine Zahl in die Hände, übrigens vom Spiegel, aber nicht von Relotius, den gab es damals noch nicht. Dezember 2013, da gab es in Deutschland 246.944 Vorschriften, die das Leben der Deutschen regeln. Und ich glaube, das ist nicht weniger geworden. Ein heikles Kapitel ist die Kardinalsgesetzgebung. Dazu muss ich Folgendes sagen. Es ist halt so, wenn man den Kanzler oder den Ministerpräsident oder die Kanzlerin wählen will, dann in den allermeisten Fällen brauchen die die absolute Mehrheit. Und wenn es um Verfassungsänderungen geht, braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Wenn es aber um ganz normale Gesetze geht, dann genügt in der Regel die einfache Mehrheit. Steuergesetze, Wahlgesetz oder was es auch immer sei. Und da hat Ungarn die sogenannte Kardinalsgesetzgebung. Es gibt eine Reihe von Gesetzen, die dürfen nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden.
Das hatte man nach der Wende eingeführt, weil man befürchtet hat, es ist ja doch schwer, jahrzehntelang unterlassene Reinvestitionen aufzuholen. Also dauert dieser Gesundungsprozess sehr lange, die Leute sind ungeduldig. Das könnten sich linkssozialistische, kommunistische Parteien zu Nutze machen. Sie könnten vielleicht die Mehrheit gewinnen und diese Gesetze gleich wieder kippen. Und deshalb haben wir diese Zweidrittelmehrheit bei einfachen Gesetzen. Das wäre heute nicht mehr nötig, aber sie sind noch nicht abgeschafft. Dann Asylrecht. Naja gut, Ungarn möchte selbst bestimmen, wer kommt. Ein Recht auf Migration, wie es der UNO-Migrationspakt vorsieht, wird abgelehnt. Und in dem Zusammenhang muss man auch dieses berühmte Soros-Plakat vom Frühjahr, Februar sehen, wo Soros zusammen mit Juncker abgebildet war. Gut, es gibt vielleicht schönere Bilder von den beiden. Und die Unterschrift lautete, wenn man es übersetzt, Sie, also die ungarischen Bürger, haben ein Recht darauf, zu erfahren, was die EU plant. Und da muss man den Hintergrund wissen. Unsere Kanzlerin, unsere Außenminister und viele andere haben ja immer erzählt, das sei keine rechtsverbindliche Vereinbarung, sondern nur eine Absicht dieser UNO-Migrationspakt. Ungarn hat ihn trotzdem nicht unterschrieben. Österreich auch nicht. Noch drei andere Länder. Und dann kommt der rechtswissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments mit einer Expertise um die Ecke. Ob Ungarn unterschrieben hat oder nicht, ist völlig egal. Das Europarecht überlagert das. Und daraufhin kam dieses Plakat. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was. Natürlich war dann nicht, Orban wusste genau, dass das auch eine Provokation ist, gar keine Frage. Aber diesen Hintergrund muss man wissen, sonst versteht man nicht, warum dieses Plakat da plötzlich kam. Und was sagt unser Außenminister Szijjártó? Die EU muss akzeptieren, wenn eine Mehrheit der ungarischen Bevölkerung nicht daran glaubt, dass diese Art der Zuwanderung Europa weiterbringt oder zur Erneuerung beiträgt. Und Ungarn hat keine Mauer gebaut, sondern wie es sich vertraglich gehört, die Schengen-Außengrenzen gesichert. Also Sie können sich ja nicht vorstellen, ich war damals dabei, also jedenfalls in Ungarn 2015, wenn 400.000 sich nicht an die normalen Grenzübergänge halten, sondern über die grüne Grenze von Serbien aus nach Ungarn strömen, ungeordnet strömen. Da hatte übrigens, das haben Sie vielleicht gelesen, Orban vorher die europäischen Regierungschefs angerufen und hat gesagt, wollt ihr Schengen oder wollt ihr einen Korridor? Da haben sie gesagt, nee, Schengen. Er sagte, ist gut, dann baue ich die Mauer. Es war übrigens nicht die erste. Bulgarien hat eine gebaut, Spanien natürlich und noch zwei andere Länder. Aber nur Ungarn kriegt eins auf die Mütze. Die Aversion gegen muslimische Migranten erklärt sich aus der Geschichte Ungarns. Also sie ist nicht persönlich gemeint im Einzelfall. Da sind die Ungarn auch sehr hilfsbereit. Das haben ja auch die Deutschen erfahren. Aber sie richtet sich dagegen, dass man nicht möchte, mit anderen Sitten und Gebräuchen überflutet zu werden. Und Ungarn war mal 150 Jahre besetzt von den Türken mit ganz schlimmen Folgen. Und wenn die Türken zweimal vor Wien waren, wie kommt man von der Türkei nach Wien? Man tapert durch Ungarn und wieder zurück. Und alle Klöster, Kirchen, was es auch gibt, niedergebrannt. Und das sitzt, glauben Sie mir, in der ungarischen Volksseele ganz tief. Die sind sehr viel geschichtsbewusster, als wir das sind. Es gibt auch keinen offenen Antisemitismus in Ungarn. Also mit der Kippa rumlaufen
ist überhaupt kein Problem. In der jüdischen Bekleidung, die Frauen mit Perücken, kann man überall sehen. Wir brauchen auch keinen Antisemitismusbeauftragten in Ungarn. Und schon gar keinen, der den Juden empfiehlt, in bestimmten Stadtvierteln die Kippa wegzulassen. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis zu Israel. Ob es jetzt der Netanjahu bleibt oder nicht, ist egal. Aber was es gibt, ist eine historisch bedingte gesellschaftliche Antipathie. Und die kann man auch wieder nur erklären oder verstehen, wenn man die Geschichte kennt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Ungarn kommunistisch wurde, kamen halt aus Moskau ungarische Kommunisten, um die Installation des Kommunismus in Budapest und Ungarn zu bewerkstelligen. Und sehr, wie viele von ihnen, das ist jetzt kein Antisemitismus, die waren halt Juden. Und das waren die Ungarn noch. Und diese Stimmung, die aber nicht in Gewalttätigkeit oder sowas ausartet, dass man die kippt, weil die heutigen Juden ja damit nun wirklich nichts zu tun haben, da ist es halt das Beste, dass man keinen offenen Antisemitismus hat und ein gutes Verhältnis zu Israel pflegt. In Berlin höre ich immer, also die Existenz des Staates Israel gehöre zur DNA der Bundesrepublik. Das ist auch so ein Gelaber über DNA. Aber gucken Sie mal, wie oft der deutsche Außenminister anti-israelische Resolutionen in der UNO befürwortet und Ungarn nicht. Letzter Punkt, Europa- und EU-Feindlichkeit. Also die Ungarn sind zwar, wie soll ich sagen, geschichtsbewusst, aber sind natürlich auch nicht blöd. Sie wissen, was das bedeutet. Wenn wenn EU-Gelder fehlen würden für unseren Haushalt, das wäre nicht gut. Aber was wir nicht wollen, ist eine neue Zentrale. Die Ungarn sagen, wir haben genug unter den Zentralen Wien, Berlin, Moskau gelitten. Jetzt brauchen wir keine aus Brüssel, auch wenn die auf Sammpfoten kommt. Was wir wollen, ist ein Europa auf christlicher Grundlage. Und ab und zu fällt dann das Wort vom Europa der Vaterländer nach de Gaulle. Natürlich nicht im ursprünglichen Sinne der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit 6 Mitgliedstaaten oder 9 oder 12. Das geht bei 28, 27 oder mehr natürlich nicht. Aber was man möchte, ist, dass dem Subsidiaritätsprinzip mehr Beachtung geschenkt wird und dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker beachtet wird. Das so ein Reigenhall durch Ungarn. Jetzt komme ich nach Deutschland. Ich habe das überschriebene, verborgene oder schleichende Wege zur illiberalen Demokratie. Wir haben natürlich auch einen schwindenden Einfluss oder sogar eine Missachtung des Parlaments. Da gibt es die Verlagerung zur Exekutive. Und wir haben das Berufspolitikertum. Das heißt, die einzelnen Abgeordneten sind auch immer wieder, wenn sie sonst keinen anständigen Beruf haben, darauf angewiesen, von ihren Parteien auf die Listen gesetzt zu werden. Und das kann man natürlich bösartig formulieren, indem Frau Merkel munter, lustig eine Wahl nach der anderen oder in einer Wahl nach der anderen Stimmenanteile für die CDU abgeben muss. Gibt es natürlich auch weniger CDU-Abgeordnete. Das erhöht für die Verbleibenden den Druck genauso wie in Ungarn durch Verkleinerung des Parlaments. Ob sie sich das überlegt hat, weiß ich nicht. Aber auf solche Ideen kommt man halt. Dann, wir haben einen starken Einfluss auf die Besetzung der höchsten Gerichte. Sie wissen, es ist schon eine Weile her, aber trotzdem mir immer noch sehr in Erinnerung, der Ministerpräsident des Saarlandes, Müller, macht 3 Monate Pause und ist dann im zweiten Senat des Verfassungsgerichts. Noch schlimmer, Stefan Harbart, Mitglied des Bundestages, Fraktionsvizechef der CDU bis November, ist von heute auf morgen im ersten Senat, wenn ich es richtig im Kopf habe, des Bundesverfassungsgerichts
und entscheidet da über Gesetze mit, also über Klagen, über Gesetze, an denen er selber mitgewirkt hat. Wenn es um den Wechsel von Politikern in die Wirtschaft geht, da wird immer davon gesprochen, die müssten ins Abkühlungsbecken. Das dürfe so nahtlos nicht sein. Dann dieses Kommissionsunwesen. Das Parlament entscheidet ja nichts mehr, sondern die Regierung meint, wir müssten dies oder jenes tun. Und um dafür eine schlagkräftige Untermauerung zu haben, werden Kommissionen eingerichtet. Da gibt es die Reaktorsicherheitskommission, die Ethikkommission, die Kohlekommission, die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und alle kommen dann schließlich mit den gewünschten Ergebnissen komischerweise rüber, die die Regierung möchte. Dahinter versteckt sie sich und drückt sie dem Parlament auf. Es gibt keine Alternative. Da bin ich noch bei der Europarettung. Alternativlose Europarettung. Ausstieg aus der Kernkraft. Einsam beschlossene Grenzöffnung. Migration. Bleiben wir mal nur für einen Moment lang bei der Kernkraft. Sie wissen, dass Rot-Grün den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen hatte. Und das hat die Energieerzeugungsunternehmen natürlich nicht begeistert. Das kann man sich ja vorstellen. Aber es gab auch kein großes Geschrei. Warum? Weil die klug genug waren, Schröder und Trittin, die Ausstiegsfrist lang genug zu bemessen, dass man sich umstellen kann. Dann gibt es die Regierung mit der FDP und da befindet Frau Merkel, so schnell können wir gar nicht Windmühlen aufstellen, wie wir eine erneuerbare Energie brauchen. Und dann kam sie rüber mit der Idee, wir brauchen die Kernkraft als Brückentechnologie. Gegen den Widerstand ihres eigenen Umweltministers, Röttgen. Der musste ja dann auch bald gehen. Und dann hat sie, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Oktober 2010 diesen Beschluss durchgesetzt, dass Kernkraftwerke wieder eine längere Laufzeit haben durften. Und nur wenige Monate später fliegt in Fukushima ein Kernkraft in die Luft, von dem mir die Kollegen der Technischen Universität Stuttgart, an der ich früher war, sagen, das hätte hier in Deutschland so nicht passieren können. Einmal waren sie zu schwach verankert, das hat noch eine deutsche Kommission ein halbes Jahr vorher moniert, die waren auf Reise da. Und, fragen Sie mich nicht, was das ist, sie hätten keine Kondensatoren, dann hätte es diese Explosion nicht gegeben. Und ich nehme doch mal an, dass jemand, der einen Doktortitel in Physik hat, zumindest in der Lage wäre, sich das erklären zu lassen und es dann zu verstehen. Nein, jetzt plötzlich alles neu macht der Mai, man musste noch kürzer aus der Kernkraft raus. Dass das natürlich Probleme gab, können Sie sich vorstellen. Und was war wohl der Grund? Man wollte den Grünen ein Thema klauen, denn nur wenige Wochen, ich glaube so um die 4 Wochen später, war ja Wahl in Baden-Württemberg. Und die konservativ-liberale Koalition kippelte und sie hatte gedacht, naja, also wenn ich jetzt den Schwenk mache, dann laufen nicht so viele zu den Grünen. Und da hat sie sich nun mal gründlich vertan. Jetzt haben wir die Grünen schon 7,5 Jahre am Halse. Und es ist kein Vergnügen. Es hat ihr dann keiner abgenommen, diesen Schwenk. Ne? Das Recht gilt auch im Bereich der Migration immer weniger. Ich will da gar nicht auf den Öffnungsbeschluss von 2015 hin. Ich darf vielleicht auf letztes Jahr verweisen. Da hatte doch Seehofer gemeint, dem Dublin-Abkommen entsprechend diejenigen Asylbewerber, die schon in einem anderen, speziell Österreich, glaube ich, Land einen Asylantrag gestellt haben. Die müssen ihn dort auch weiterverfolgen. Die sollen zurückgeschickt werden. Und jetzt darf ich Ihnen mal Habeck zitieren. Mit Verlaub, die CSU schlägt geltendes Recht vor. Der Effekt solcher Aktionen ist aber Verunsicherung,
Angst und zerstörtes Vertrauen. Also mit Verlaub, das ist doch ein eigenartiges Rechtsverständnis, dass also das Beharren auf geltendem Recht also zu Angst, zerstörtem Vertrauen und Verunsicherung führt. Also was ist das für ein Rechtsverständnis? Klimaschutz, eben hat es einer schon gesagt, Dominanz des Klimakabinetts. Kann man vielleicht so machen, aber ich habe die Geschäftsordnung der Bundesministerien nochmal durchgelesen. Ich finde da nirgendwo den Begriff irgendwelcher Sonderkabinette. Das hat aber doch wieder zur Folge, dass das, was diese Minister, Ministerinnen, die in dem Kabinett sind, was die nun vorliegen, haben die anderen Ministerien und das Parlament sowieso zu schlucken. Broder, kennen Sie vielleicht, Henrik Broder, hat es ja dieser Tage Kriegskabinett genannt. Einige haben sich darüber empört. Man muss nur ein paar Jahre zurückgehen. Da hat ein gewisser Jörg Schellnhuber, dieser Klimaforschungspapst aus Potsdam, gesagt, das war anlässlich des Klimagipfels in Kopenhagen, gesagt, wenn wir nicht jährlich 9% CO2 einsparen, dann bleibt uns am Ende nur die Kriegswirtschaft übrig, nachzulesen. Wir haben aber nicht 9% jedes Jahr eingespart. Ergebnis? Können Sie jetzt selbst ableiten. Dann das eigenartige Rechtsverständnis der Kanzlerin. Als dieser, jetzt habe ich den Namen nicht, wer war das denn? Ein CDU, ehemaliger Generalsekretär, meinte, man soll also unbotmäßigen Leuten die Grundrechte abzuerkennen. Taumer. Danke. In der Diskussion im Bundestag hat die Kanzlerin dann gesagt, ich habe nicht vor, die Grundrechte abzuschaffen. Mit Verlaub, wenn ich das Grundgesetz richtig lese, dann kann sie einen Antrag stellen beim Bundesverfassungsgericht. Aber beschließen tut dann das Verfassungsgericht, nicht ich, die Kanzlerin. Aber naja, oder Fridays for Future. Schulpflicht ist eins, aber es gibt auch noch andere erwägenswerte Gründe. Gott, da komme ich mal harmlos aus Ungarn wieder nach Deutschland. Und was finde ich auf meinem Schreibtisch? Ein Brief vom Finanzamt. Habe ich mir überlegt, könnte ich den jetzt auch schreiben? Steuerpflicht ist eine Sache. Aber es gibt auch noch andere erwägenswerte Gründe. Ich täte Ihnen die Hälfte schicken. Dann hat sich ja hier in Wuppertal diesen Satz gesagt, aber dann hat sich ja ein Lehrer erhoben und hat gesagt, ja, also mit ein bisschen Trickserei versucht er, seine Schüler da auch auf diese Demonstration zu bugzieren und kriegt deshalb Ärger mit der nordrhein-westfälischen Kultusministerin, das ist eine FDP-Frau. Und was sagt Frau Merkel? Ich setze auf Leute wie Sie. Was ist das für ein Rechtsverständnis? Einmal hat sie in die Bundesbelange der Schulpflicht, Schulsache ist Ländersache, gar nichts rein. Und im Grunde ruft sie ja zum offenen Rechtsbruch gegen den eigenen Dienstvorgesetzten oder die eigene Dienstvorgesetzte auf. Naja, gut. Das muss ich Ihnen auch noch vorlesen, das tut mir jetzt leid, das müssen Sie wissen. Für die Bundesregierung, letztes Jahr auf der Sommerbundespressekonferenz, hat Frau Merkel Folgendes gesagt. Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen und werden und dass wir, wo immer das notwendig ist, auch tun. Nun, die
Pressekonferenz hat 2 Stunden gedauert und es war heiß. Und da geht es ja hin und her, dieses Thema und jenes und Trump und das böse Ungarn und Migration. Da kann einem so ein verunglückter Satz schon mal passieren. Das will ich nicht monieren. Aber es ist vom Bundespresseamt so publiziert worden. Und da würde ich doch annehmen, dass irgendjemand vorher das durchliest und der Kanzlerin sagt, meinen Sie, dass wir das so stehen lassen sollen? Das ist doch üblich bei Interviews. Ich werde vielleicht auch das eine oder andere sagen, lieber nicht. Aber das zeigt die Wurstigkeit. Die Regierung bestimmt und dann ist gut. Und dass man ein Bundesland an der Verfassung vorbei regieren kann, das wird uns in 5, 6 Wochen, wenn die Prognosen einigermaßen stimmen, Bodo Ramelow vorführen. Da gibt es nämlich in der Landesverfassung Thüringen einen Artikel, der sagt, wenn es keine regierungsfähige neue, keine mehrheitsfähige neue Regierung gibt, bleibt die alte im Amt. Soweit so gut, das hat Hamburg auch, der ewige Senat. Aber spätestens dann, wenn der neue Haushalt durchs Parlament muss und er hat keine Mehrheit, dann wird diese Regierung am Ende. Aber da hat Ramelow auch schon vorgesorgt, die haben Doppelhaushalt beschlossen, gleich für 2020 mit, also nach der Wahl. Political Correctness, Gender und Recht. Naja, einmal lese ich auch von Politikern, dass man doch also einer elternlosen Gesellschaft sich nähern müsse, weil im Schoße der Familie Gewalt und Beeinflussung lauert. Also auch in Institutionen, die nicht Eltern sind, also Sportvereine, Gesangvereine, was weiß ich, Kultus und wie wir bitter erfahren mussten, auch Kirche, lauert auch Gewalt. Also zu glauben, dass Eltern das Böse schlechthin sind, also ich bitte Sie. Dann hat unsere blonde Familienministerin Giffey eine Broschüre rausgegeben, wo sie von Elternteil 1 und Elternteil 2 spricht. Nun kann ich mir natürlich vorstellen, da wir ja inzwischen eine Rechtslage haben, die das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Partner erlaubt, Adoptionen erlaubt. Und ich kann mir so sehr gut vorstellen, wenn die irgendwelche amtliche Vordrucke auszufüllen haben, dass sie sich da nicht angesprochen fühlen. Da gab es dann eben auch Kritik. Vielleicht braucht man ein bisschen mehr Gehirnschmalz, wie man das macht. Und dann hat die Frau Giffey gemeint, also sie wolle am Institut von Mutter und Vater gar nicht rütteln. Aber es käme darauf an, wie hat sie nochmal formuliert, dass also Norminhalte damit nicht transportiert werden und keine Hierarchien. Nun ist ja der Begriff Elternteil selber schon wieder eine Norm, auf einer bestimmten Ebene. Und wenn ich von Elternteil 1 oder 2 rede, wer auch immer 1 oder 2 ist, ist auch eine Hierarchie da. Erst kommt der oder die und dann der andere. Das ist alles undurchdachtes Zeug. Kampf gegen rechts. Gauck, Sie erinnern sich noch sein Wort von 2015 oder 2016 von Dunkeldeutschland. Da komme ich nochmal drauf. Und natürlich Merkel, die Hetzjagden in Chemnitz. Klimahype und Rechtsstaat und Umverteilungspläne der Grünen. Also fangen wir mal nicht mit einer Grünen, sondern mit Frau Merkel an. Was hat sie vor ein paar Wochen gesagt? Also jetzt beim Klimawandel, da darf es kein Pillepalle mehr geben. Und es müsse disruptive Veränderungen geben. Was heißt disruptiv? Also völlig neu gestalten. Sehe ich da eine andere Gesellschafts- und Verfassungsordnung am Horizont? Oder was hat sie gemeint? Was ist, ich weiß nicht, ist Münster auch Klimanotstand? Ja. Also die Frage ist, ist das nur Symbolik oder was soll das? Ich habe das Grundgesetz nach den einschlägigen Paragraphen für Notstand mal durchgesehen. Es gibt keinen Tatbestand Klima. Also es gibt nur Bedrohung von außen,
Das wird man beim Klima wohl nicht sagen können. Es gibt, wenn ein Bundesland sich völlig unbotmäßig verhält, das Durchgriffsrecht des Bundes, und wenn es also große Unfälle oder Naturkatastrophen gibt. Ich sehe noch keine solche Katastrophe. Also jedenfalls konnte ich noch mit dem Auto nach Münster fahren, ich musste nicht schwimmen. Was bedeutet das also? Will man auf diese Weise klammheimlich spätere Vorschläge vorbereiten, die stärkere Durchgriffsrechte ermöglichen? Schellenhuber mit seiner Kriegswirtschaft habe ich schon erwähnt. Schneidewind, noch so einer, aus Wuppertal. Chef dieses Wuppertaler Klimainstitutes, der sprach in einem dicken Buch von der großen Transformation, die nötig sei. Und der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung will einen Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Die sprechen von Pionieren des Wandels. Das sind die kleinen Knirpse da, Fridays for Future. Also wenn man sich in der Geschichte und der Philosophiegeschichte auskennt, kommt da wieder der Gemeinwille von Rousseau hoch. Wer das nicht akzeptiert, ist bösartig oder hier. Und sieht denn niemand diese Assoziation? Wer hat denn immer von Transformation gesprochen? Das Dritte Reich, China, die DDR, die UdSSR, die haben es immer mit Pionieren gehabt und Transformation, die große Transformation in China. Jetzt endlich mal eine Grüne, Katrin Göring-Eckardt. Ich zitiere: Wenn wir mutig sind und auch mal die Regeln brechen, dann können wir zeigen, diese Welt gehört uns und nicht denen, die sitzen und stehen bleiben. Mann, oh Mann, Regeln brechen. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Die Welt. Umverteilungsprobleme der Grünen. Also es ist nicht so, dass die Grünen nur eine Umweltpartei sind, die wollen ihn auch an den Beutel. 2013 haben sie ja also eine massive Steuerreform vorgeschlagen. Und das Ergebnis war, dass grüne Wähler selber gemerkt haben, ach, das geht ja an mein Geld. Und sie sind ja dramatisch eingebrochen auf deutlich, war 7, noch was oder 8. Daraus haben sie natürlich jetzt gelernt, indem sie nämlich diese Umverteilungspläne geschickt mit CO2 und sonstigen Steuern verknüpfen. Und in dem Zusammenhang darf ich den Deutschen Naturschutzring zitieren, das ist der Dachverband der Naturvereine, der mal hervorgegangen ist aus der Reichsstelle für Naturschutz, steht sicher den Grünen nahe. Und jetzt das Zitat, die haben natürlich so eine Latte, was alles gemacht werden müsse, wenn wir nicht morgen verbrennen sollen. Wo ist es hier? In privaten Haushalten steckt in Deutschland ein Vermögen von rund 6 Billionen Euro. Da weiß man ja, wo man es hernehmen kann. Und außerdem kann man Umverteilung auch durch Mietpreisbremsen, Mietpreisdeckeln und notfalls auch durch Enteignungen machen. Da beziehe ich mich auf Habeck. Aber nicht nur Habeck, vor wenigen Tagen hat ja unsere neue Justizministerin Christine Lambrecht auch gesagt, dass also Enteignungen die Ultima Ratio sein könnten. Die Frage ist nur, wer bestimmt die Tatbestandsmerkmale für eine Uni, für ein Ultima Ratio? Justiz und Rechtsstaat. Wie gesagt, ich habe erwähnt, dass die Politik Einfluss auf hohe Richterstellen nimmt. Und da darf ich nochmal auf Habeck zurück, auf Harbour zurückkommen. Es gab ja einige Verfassungsbeschwerden wegen des, das darf man nicht verwechseln, den Mietpreisdeckel, den Berlin als Gesetz vorschlägt, und die Mietpreisbremse, die es schon länger gibt. Also es geht jetzt um die Mietpreisbremse. Und diese Verfassungsbeschwerden sind nicht angenommen worden. Das Prozedere ist ja das, wenn Sie eine Verfassungsbeschwerde einreichen, prüft ein Dreierausschuss,
ohne Möglichkeit, irgendwas noch dagegen zu machen, ob das Aussicht auf Erfolg hat oder nicht, und nimmt es an, dann wird es im großen Senat beraten oder es wird zurückgewiesen. Und dieser Dreierausschuss, der bestand aus Stefan Habart, aus Susanne Bär. Wenn Sie nicht wissen, wer Susanne Bär ist, der haben wir das dritte Geschlecht zu verdanken. Und Ott, den kenne ich nicht. Und die haben also gemeint, die haben die natürlich abgewiesen. Sie hätten einfach sagen können, keine Aussicht auf Erfolg, abgewiesen. Aber sie haben sich aufgerafft, also mehrere Seiten Begründung zu schreiben. Und aus dieser Begründung darf ich Ihnen mal einen Satz vorlesen. Auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts müssen Vermieter mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen und können nicht auf den Fortbestand einer ihnen günstigen Rechtslage vertrauen. Ich frage mich, welches Rechtsgebiet, Lohnpolitik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Rentenpolitik, Gesundheitspolitik, ist denn nicht sozialpolitisch und umstritten? Und wenn ich mich in all diesen Gebieten, die sozialpolitisch umstritten sind, nicht mehr aufs Recht verlassen kann, dass man rückwirkend ändern kann, also da frage ich mich, ist das vielleicht schon ein Wink an Habeck? Gegen Enteignungen hätten wir notfalls auch nichts. Und natürlich ist es stil- und geschmacklos, dass jemand, der gestern noch da mitgewirkt hat, nicht wenigstens sagt, ich bin befangen. Das ist das Erste. Und das Zweite Geschmacklose ist, dieser Beschluss der Zurückweisung der Beschwerden war noch gar nicht publiziert. Da hat zwei Tage vorher das Kabinett schon eine Verlängerung beschlossen. Hätte es nicht der Anstand geboten, zu warten, bis man weiß, was Karlsruhe sagt? Oder wusste man das vielleicht schon vorher? Ich lasse mal, sonst wird es zu lang, ein paar andere Dinge aus. Es ist halt nur merkwürdig. Sie wissen ja hier, der Hambacher Forst, Hambacher Forst, ne? Da tauchte plötzlich in den Schriftsätzen der Anwälte der Gegner eine Bechsteinfledermaus auf. Und hat rechtskräftige, wenn ich es richtig gelesen habe, Betriebsgenehmigung gegeben. Also sowas gibt es in Ungarn nicht. Und umso verblüffender sind die doppelten Maßstäbe. Ich zitiere mal den Umweltminister aus Baden-Württemberg, ein Grüner, Frank Untersteller. Es kann nicht sein, dass immer, wenn irgendwo ein Vogel auftaucht, ganze Windkraftprojekte von vorne geplant werden. Ja, was denn nun? Eine Fledermaus kippt das, aber Vögel... Ja. Übt nun der Präsident, der Bundespräsident, wenn man das alles so sieht, wenigstens einen mäßigenden Einfluss aus. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen, dann sagt Ihnen ja der Name Rau noch was, Johannes Rau. Versöhnen statt spalten. Was sagt Gauck vor ein paar Jahren? Dunkeldeutschland. Und er meinte die neuen Bundesländer damit. Da muss man aber wissen, das hat er also bei der Flüchtlingskrise gebraucht, dieses Wort. Aber dieses Wort war schon 1994 oder nach der Wende in Umlauf. Ach, das sind ja welche, die es nicht genau wissen und wo es lang geht und Ähnliches. Und da sollte dieses Wort Dunkeldeutschland sogar zum Unwort des Jahres erklärt werden. Und als Ostdeutscher hätte er das sicher wissen müssen und eine andere Wortwahl finden müssen. Und Steinmeier, der bewirbt ja die Rockband Feine Sahne Filet. Meine vornehme katholische Erziehung verbietet mir, Ihnen Textzeilen dieser Band vorzulesen. Aber wenn Sie Interesse haben, lesen Sie mal, was die meinen, wie man mit aufmüpfigen Journalistinnen und mit Polizeibeamten umgehen soll.
Die stehen auch jedenfalls in den neuen Bundesländern unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes immer noch. Aber ich werfe ihm auch wieder nicht vor, dass er nicht weiß, wer Sahne, wie heißt das Ding? Feine Sahnefilet. Wusste ich auch nicht. Aber er muss doch Mitarbeiter haben. Die sagen, Herr Präsident, meinen Sie wirklich, dass man mit Messer und Fresse da irgendwie Freiheit befördern kann? Und die Presse, na, da sage ich jetzt einfach mal einen Satz nur dazu. Sie wird nicht gegängelt, nach meinem Eindruck. Aber sie verfolgen alle das gleiche Narrativ. Sie empfinden sich als Erfüllungsgehilfen für die Regierung, um diejenigen, die halt noch nicht so weit sind, auf den rechten Pfad zu bringen. Dann will ich doch wenigstens noch zu den Regelbrüchen in Europa kommen. Denken Sie an das Gezerre um den Kommissionsvorsitz von der Leyen. Also man muss der Fairheit halber sagen, diese Idee des Spitzenkandidaten, die gibt es nach den Europaverträgen nicht. Aber die Politik, Politiker, Regierungschefs haben ja so getan, als wenn das Votum der Leute für den einen oder für den anderen Kandidaten beziehungsweise die entsprechende Partei, Parteienfamilie, maßgebend wäre. Und was kommt am Ende dabei raus? Die kungeln jemanden aus, der nicht mal um einen Parlamentssitz kandidiert hat. Das ist aber üblich in der EU. Vielleicht denken Sie noch um das Jahr 1960 herum. Da sollte nämlich der Übergang stattfinden von einstimmigen Entscheidungen zu Mehrheitsentscheidungen. Und wer war dagegen? Der französische Präsident de Gaulle. Man ist 7 Monate nicht nach Brüssel gefahren zu den Sitzungen, die Politik des leeren Stuhls, bis man einen der vielen, vielleicht war es der erste, faulen Kompromisse hatte. Wenn es um eine Frage nationaler Bedeutung geht, dann wird so lange verhandelt, bis man am Ende Einstimmigkeit hat. Es wird nicht abgestimmt. Dann abstimmen, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt. Das hatten wir in Irland, das hatten wir in Dänemark. Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Nach den Verträgen müsste Schweden schon längst dem Euro beigetreten sein. Tun sie aber nicht. Weil die Regierung, nämlich eine Vorgängerregierung, leichtsinnig versprochen hat, obwohl sie es nicht mussten, bevor wir den Euro einführen, fragen wir das Volk. Und Brüssel und Stockholm haben eine Heidenangst vor dem Volk. Also lieber die Abstimmung nicht machen, lieber nicht dem Euro beitreten. Und Brüssel sagt nichts. Und darf ich noch unsere neue, bald neue EZB-Präsidentin zitieren? Wir mussten alle Regeln brechen, um den Euro zu retten. Übrigens hat diese Madame Lagarde ja eine interessante Vita. Als Finanzministerin ist sie von einem französischen Gericht für schuldig gesprochen worden, weil sie einem Vergleich, 400 Millionen soll der Staat an Bernard Tapie zahlen, nicht widersprochen hat, was sie hätte tun können. Aber sie hat keine Strafe bekommen. Und damit war der Weg frei an den Internationalen Währungsfonds. Verschärfter Wachstumspakt. Ja, wer kümmert sich schon um den? Was sagte noch vor kurzem, vor 2 Jahren vielleicht, Juncker, warum Paris keinen blauen Brief aus Brüssel bekommt? Weil es Frankreich ist. Und dann die Neubesetzung beim IWF. Die Abstimmungsregeln in der EU, also Sie wissen ja, die Nachfolgerin von Madame Lagarde sollte Kristalina Georgieva aus Bulgarien werden. Und die Abstimmungsregeln, die lauten halt so, man braucht 55% der Stimmen, aber diese 55% müssen zugleich 66% der Bevölkerung entsprechen. Und sie hatte 56% der Stimmen der Länder, das Kriterium war erfüllt, aber nur 57% der Bevölkerungsmehrheit. Flugs, raten Sie mal, wer sich breit gemacht hat, stark gemacht hat, diese Regel zu vergessen. Frankreich.
Ja, natürlich wird er mit Merkel telefoniert haben. Und nun die Madame Georgieva. Ich hoffe, es ist nicht unscharmant, wenn ich sage, dass sie am 13. August, also von den Bildern her sieht sie ganz, würde mir gefallen. Wird gestrichen, das ist ja ganz schlimm. Ist sie 66 geworden. Aber es gibt eine Regel bei der IWF, niemand über 65 soll Spitzenposition einnehmen. Wer machte sich sofort flugs auf den Weg, diese Regel zu kippen? Frankreich. Andere Länder wie Russland und andere, die schon lange nicht mehr zufrieden sind, dass diese Stelle immer von einem Europäer oder einer Europäerin besetzt wird, haben das noch zähneknirschend mitgemacht. Aber vorbildhaft ist das Ganze nicht. Wenn Sie mir gestatten, ich habe Sie lange genug gequält. Mein Fazit, warum haben wir denn jetzt eigentlich, nachdem Sie das so gehört haben, wie es in der EU und Deutschland zugeht, warum dann eigentlich der Ärger mit Ungarn? Denn illiberale Demokratie ist auch hier bei uns auf dem Vormarsch. Ich glaube, das Wesentliche ist, wenn Sie auch dieselben Instrumente benutzen, dieselben Wege gehen, Gewaltenteilung nicht beachten und so weiter, dann verfolgen Sie aber unterschiedliche Gesellschaftsordnungen. Und die Trennlinie läuft zwischen laizistischen parlamentarischen Demokratien einerseits und eher vormodernen Gesellschaften andererseits, für die religiöse Empfindungen und Begriffe wie Würde, Stolz, Ehre, Familie eine zentrale Rolle spielen. Exemplarisch dafür das ungarische Grundgesetz von 2012. Da steht ein Bekenntnis zum Christentum drin, zur Nation, zur Familie und zur Ehe. Aber ganz klar, Ehe ist die Verbindung von Mann und Frau. Und wie erwähnt, Ungarn will darauf hinwirken, dass die auf christlicher Grundlage entstandenen kulturellen und gesellschaftlichen Institutionen in Europa, dass die lebendig erhalten bleiben. Die Hinwendung zu einem rein politischen Institutionenbegriff, das möchte man nicht. Weil man denkt, dass dann die Menschen vom lebendigen Leben abgelöst werden. Und was sich da so Timmermans und Juncker gegenüber Ungarn geleistet haben, das kann ich in der Diskussion noch sagen, ist einfach respektlos. Und man möchte eben das Subsidiaritätsprinzip und das Selbstbestimmungsrecht der Völker wieder etwas stärken, ohne die EU in Frage zu stellen. Aber warum möchte Brüssel das nicht? Länder, die sich ihres eigenen historischen Wertes noch bewusst sind, die stören natürlich bei einer weiteren Vertiefung der Integration. Dankeschön.